Biel bekommt ein neues Stadion über. Schon in den nächsten Tagen soll es auf dem Strandboden fix fertig dastehen. Das Beachvolleyballstadion mit Sandplatz. Dort, wo Anfang August die Elite von Europa auf dem Center Court steht, sind heute Bauarbeiten losgegangen. Für den Direktor von diesem Turnier, die Beachvolleyball-Legende Sascha Heier, hat das Warten heute ein Ende gehabt. Der Kevin Gander hat ihn diesen Morgen besucht. Gabelstapler fahren Material um. Zivilschützer verteilen diese Stangen fürs Gerüst vor der Tribüne. Nebendran steht Sascha Heier, der froh ist, dass es endlich losgeht. Mit seiner Kamera dokumentiert er den Aufbau von ganzem Anfang an. Das kribbelt richtig, wenn man da sieht, dass jetzt die 100 Tonnen Material angekommen sind und die Zivilschutzorganisation uns hilft, die ganze Arena aufzubauen. Und ist eine grosse Vorfreude da natürlich. Bis jetzt sind es auf ein paar Eisenstangen, die rumliegen. In ein paar Tagen ist es ein ganzes Stadion, das auf dem Strandboden steht. Der Austragungsort von einem weiteren wichtigen Beachvolleyball-Event in der Schweiz. Ich denke, es ist gerade etwa ein Mittelding zwischen dem Bahnhof Zürich oder dem Berner Bundesplatz bei einer Schweizer Meisterschaft oder einem Gstaad mit etwa 4'500 Sitzplätzen. Wir werden da 2'500 Sitzplätze aufbauen und ich denke, das ist für ein erstes Turnier in Biel doch schon recht gross. Der Höhepunkt des Baustellenrundgangs ist für Sascha Heier beim Schüsskanal. Nebendran liegen tonnenweise Sand. Sein Element, das er die Finger nicht davon lassen kann und gerne lenkt. Ja, sehr gerne. Ist natürlich lange Jahre eigentlich meine Heime gsi, der Sand. Bin drin herumgekumpelt und jetzt, jetzt ist es mehr halt zu organisieren, wo mein Lebensmittelpunkt geworden ist. Und ja, noch schöner ist, wenn er dann im Center Court drin ist und dann auch das Netz dort steht und wir können spielen. Vorfreude aufs Turnier gespürt beim Sascha Heier. Er kann es kaum erwarten, wenn im Stadion am Bieler Strand oder Beachvolleyball gespielt wird. Ich glaube, wir werden ein volles Stadion haben, sehr, sehr gute Stimmung haben. Und ich meine, bei dieser Location, die Zuhörer sehen jetzt das nicht, aber wenn man da auf dem Strandboden steht und auf der See rausschaut, ist einfach sensationell und da gibt es eigentlich nichts Schöneres, als da Beachvolleyball zu spielen. Los geht die European Beachvolleyball Masters am 6. August und es dauert 5 Tage. Vor dem Masters hat das Stadion seine Premiere schon im Big Bang am 31. Juli. Und dann gibt es zum Profiturnier noch Blauspiel, wo alle mitmachen können.